Landwirt Praxistest. Getriebeseilwinden sind schwer und teuer. Bislang waren sie nur für Forstprofis mit entsprechend schwerem Gerät interessant. Mit der S-Line-Baureihe bietet Pfanzelt diese Technik jetzt auch für kleine Traktoren im Bauernwald an. An der forstlichen Ausbildungsstätte Ort in Gmunden haben wir überprüft, wie gut dieser Spagat gelungen ist. Für den Test stellte uns Pfanzelt das mittlere von drei Modellen zur Verfügung, die S160 mit 6 Tonnen Zugkraft. Das S steht für die Zielgruppe, den Semi-Profi. Technisch sind die Seilwinden mit der P-Serie für den professionellen Einsatz vergleichbar. Sie sind aber schwächer dimensioniert, haben ein schmäleres Rückeschild und sind daher deutlich leichter. Trotzdem gibt Pfanzelt bei allen Winden gleichermaßen 3 Jahre Garantie auf das Getriebe. Sehr gut. Problemlos konnten wir die S160 an unseren Steyr Multi koppeln. Für die Abstellstützen gibt es eine praktische Parkposition. Beim Anheben neigt sich die Winde kaum zum Traktor. Leider wird aber die Gelenkwelle relativ stark abgewinkelt. Gute Noten gibt es für das Rückerschild, sowohl beim Lastenzug als auch bei der Arbeit am Lagerplatz. Bei Bedarf kann man mit wenigen Handgriffen eine Anhängekupplung montieren. Das Schutzgitter lässt sich für Straßenfahrten und zum Abstellen einfach herunterklappen. Gefallen haben uns auch die vielen Ablagefächer und Halterungen. Die Motorsäge lässt sich auch verkehrt einstecken, sodass sie beim Anheben nicht beschädigt wird. Vermisst haben wir eine Sappelhalterung und Aufhängevorrichtungen für die Rückerketten. Die Schlitze sind leider nicht sonderlich zweckmäßig. Kommen wir zur Seilwinde selbst. Sowohl das Handling als auch die Zugkraft haben einen guten Eindruck hinterlassen. Letztere fällt durch den großen Trommelkerndurchmesser kaum ab. Ein Highlight ist der einzigartige PPS-Controller. Damit kann man die Überschneidung von Kupplung und Bremse in 3 Stufen einstellen. Zum Holzrücken im ebenen Gelände ist eine normale Überschneidung ausreichend. Zum Umziehen von Bäumen bringt eine strenge Überschneidung mehr Sicherheit, weil das Seil nicht nachlaufen kann. Serienmäßig sind die S-Line-Winden mit einem LK-Funk ausgestattet. Sollte der einmal versagen, kann man mit der Notfallkabelsteuerung weiterarbeiten. Der hydraulische Seilausstoß erleichtert die Arbeit spürbar. Beim Einziehen sorgt die optionale Einlaufbremse für eine saubere Wicklung. Durch die transparente Abdeckung hat man freien Blick auf die Trommel. Grundsätzlich eine gute Sache ist der Handschutz Tutum, der das Einklemmen bei Fehlbedienung verhindern soll. Leider ist der Kunststoff aber schon nach wenigen Einsätzen gebrochen. Trotzdem können wir der S160 in Summe ein gutes Zeugnis ausstellen. Das Ziel, eine leichte Getriebeseilwinde für Waldbauern zu entwickeln, ist in Allgäuern aus unserer Sicht gelungen. Und das Beste zum Schluss? Mit einem Startpreis von 7.300 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer sind die S-Line-Modelle nur unwesentlich teurer als Kettenwinden anderer Hersteller. Für eine Profi-Getriebewinde von Pfanzelt mit vergleichbarer Zugkraft muss man fast das Doppelte auf den Tisch legen. Ein Vergleich lohnt sich in jedem Fall. Unseren ausführlichen Testbericht mit allen technischen Details und Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 17/2018.